Wisst ihr, was der Knaller ist? Sie möchten die Abschiebungsverantwortung für die ganze Europäische Union. Wir haben verloren. Ursula von der Leyen wurde mit deutlicher Mehrheit zur inzwischen als Rechtsbrecherin verurteilten neuen Kommissionspräsidentin der Europäischen Union gewählt. Wir haben jetzt 5 schlimme Jahre vor uns. Ich habe heute das Programm von ihr mitgebracht. Ich kann euch sagen, auf was wir uns einstellen müssen. Und ich habe eine polnische Abgeordnete, die vor der Wahl in der Debatte offen gefordert hat, vor Ursula von der Leyen, man solle sie endlich ins Gefängnis werfen. Es wird spannend. Bleibt dran. Damit herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Vor wenigen Minuten ist das Abstimmungsergebnis bekannt geworden. 360 Stimmen wären die Mehrheit gewesen, 401 konnte sie auf sich vereinen. Damit gab es weitaus weniger Abweichler, als man vorher hätte annehmen können. Es hätte auch durchaus knapper ausgehen können, denn selbst bei ihrer ersten Amtszeit war das Ergebnis knapper. Wir haben also verloren, du hast verloren, ich habe verloren. Die Mehrheit der Bürger der Europäischen Union hat verloren, denn die Mehrheit der Bürger der Europäischen Union hat eben nicht die EVP gewählt und ihre Parteien, sondern anders. Aber wir müssen uns jetzt hier einstellen auf ihr kommendes Programm. Das wird nicht weniger heftig als das, was ihr von ihr gewohnt seid. Wir können das Ganze in wenigen Punkten erstmal zusammenfassen. Es geht vor allem als allererstes um Rüstung, Rüstung, Rüstung. Wir wollen die Europäische Union zu einer Europäischen Union der Verteidigung ausbauen. Wir wissen auch, was das heißt. Das Recht für die Entscheidung zu Militäreinsätzen liegt dann bei der Europäischen Union und so weiter und so fort. Man höhnt die Nationalstaaten, die souveränen Mitgliedstaaten dieser Union einfach weiter aus. Es soll dann hier gegen Russland gerüstet werden. Das ist ja immer das Kernargument, was sie bringen, anstatt dass man es einfach mal sinnvoll betreibt und vor allem diese ganze Bürokratie abschafft. Ich will gar nicht wissen, und ich weiß einiges, aber ich will es in Summe gar nicht wissen, wie viel Bürokratie im Verteidigungsapparat das Militär lähmt. Da seien nur die an Schwangeren angepassten Panzer, die Frau von der Leyen hat bestellen lassen, wie sie mal Bundesministerin der Verteidigung gewesen ist. Der Puma, er ist teuer geworden, das haben wir davon, aber es geht jetzt hier einfach weiter. E-Fuels sind jetzt das neue Zauberwort, denn man möchte ja jetzt das Verbrenner aus nicht mehr so, also das ist alles ein Lügen und Betrügen und ein Schieben und ein Tun. Das Verbrenner aus für 2035 ist Beschlusslage der EU. Jetzt haben sie sich darauf geeinigt, dass man an dieser Revisionsklausel, die schon mal drin war, etwas geschraubt hat und jetzt 2026, also in 2 Jahren, erst anfängt zu überprüfen, ob wir bei dem Aus bleiben oder eben nicht. Die Autobauer, sie rennen im Kreis, sie werden wahnsinnig mit dieser Planungsunsicherheit. Die Revisionsklausel, sie wird uns noch am Ende das Genick brechen, wenn die ganzen Autobauer auf einmal zu viel auf das falsche Pferd gesetzt haben. Man möchte jetzt mit diesen E-Fuels einen technologieneutralen Ansatz. Das wollen sie uns halt ernsthaft erzählen. Ursula von der Leyen hat uns auch schon gedroht. Europa steht am Scheideweg, hat sie gesagt. Die Bevölkerung sei voller Zweifel und Ungewissheit. Die Lebenshaltungskosten machten vielen Menschen Sorge und die Landwirte fühlen sich unter Druck. Ja, genau. Und was passiert? Die Lebenshaltungskosten werden von der Europäischen Union nach oben getrieben. Nach oben! Sie mit ihren ganzen schwachsinnigen, wahnsinnigen Zöllen jetzt auf chinesische E-Autos. Ja, was ist denn das? Das sind Inflationstreiber. Aber komm, Leute, komm. Sie wollen uns verarschen von morgens bis abends und denken, wir haben es nicht kapiert. Wir haben es aber kapiert. Das Problem ist nur, mit diesem Programm von Ursula von der Leyen, 5 Jahre lang, dann ist es 2029, wo wir verteidigungsfähig sein müssen. Ja, wie sie alle sagen. Bis dahin will man auch die Komponenten aus dem Netz hergeworfen haben für Huawei, weil man chinesische Einflussnahme gerne unterbinden möchte. Leute, die bereiten sich auf Krieg vor und jetzt habt ihr eure Kriegskommissarin dafür gewählt. Viel Spaß damit, sage ich euch einfach nur. Ich werde in 5 Jahren vermutlich dann schon weg sein hier. Jetzt kommt auch noch die Kritik an der Friedensmission von Orban. Ja, sie bezeichnen es als Appeasement-Mission, so wie die Briten damals noch zu Adolf Hitler gefahren sind. Also, das könnt ihr euch nicht ausdenken, was sie da alles heute Morgen in ihrer Rede gesagt hat. Und bald gibt es wieder die State of the Union-Rede. Da kriege ich jetzt schon wieder Angst davor. Von der Leyen. Wisst ihr, was der Knaller ist? Sie möchten die
Abschiebungsverantwortung für die ganze Europäische Union. Sie möchten das wirklich? Frau von der Leyen möchte mit ihrer neuen Kommission jetzt die Zuständigkeit für ein gemeinsames System zur Rückführung abgelehnter Asylbewerber. Weil es in den Mitgliedstaaten so gut funktioniert. Leute, das heißt, sie bleiben immer da. Weil wir sind ja gar nicht mehr zuständig. Aber klar, die Deutschen, die werden am Ende noch bereit sein, hier ihr Recht auf Asyl aus der Hand zu geben an Uschi in Brüssel. Also gewählt wurde heute übrigens in Straßburg mit ihrem Wanderzirkus, wo sie alle 2 Wochen da runterfahren mit Tausenden von Leuten. Aber der nächste Schwerpunkt, den sie setzt, ist der Wohnungsmangel. Das heißt, Leute, anziehen, wenn Frau von der Leyen sich dem Wohnungsmangel widmen will, dann wissen wir, was am Ende passiert. Es wird schlimmer als vorher. Es soll jetzt einen EU-Kommissar für Wohnungswesen geben. Was der machen soll, was der für Kompetenzen haben soll. Völliger Wahnsinn, ja? Absoluter Wahnsinn, Kommissar für Wohnungsfragen, ja? In Deutschland ist Baurecht Ländersache, aber erzählt es keinem, ja? Die EU macht die Emissionsregeln dafür und die Höhe der Fenster und so weiter, das macht dann das Bundesland. Da oben, ja, Bürokratie abbauen geht anders. Aber wir haben hier eine Abgeordnete einer polnischen Partei. Wahnsinn, Wahnsinn, was die Frau von der Leyen um die Ohren haut. Es ist wirklich grandios, ja? Frau von der Leyen ist verantwortlich für den Green Deal, dafür, dass wir alle ärmer werden, für den Pact of Migration, dafür, dass sich Millionen von Frauen in der EU nicht mehr sicher fühlen und so weiter und so fort. Diese Frau trifft den Nagel sowas von auf den Kopf. Das hat man selten gesehen. Pani Przewodnicząca, szanowni europosłowie, Pani Urszulo, najwyższy czas, by ktoś wprost Pani powiedział to, co o Pani myśli zdecydowana większość Europejczyków. Wybranie Pani na stanowisko przewodniczącej Komisji Europejskiej w poprzedniej kadencji było ogromnym błędem i niektórzy do dzisiaj mają kaca po tej decyzji. Jest Pani twarzą Europejskiego Zielonego Ładu, który niszczy europejską gospodarkę i rolnictwo, który prowadzi do tego, że z Europy robi się gospodarczy skansen. Jest Pani twarzą wszystkich unijnych klimatycznych wariactw, które prowadzą do tego, że my, Europejczycy, stajemy się coraz biedniejsi. Wreszcie jest Pani twarzą paktu migracyjnego i zwracam się do Pani jak kobieta do kobiety, jak matka do matki. Jak Pani nie wstyd promować coś takiego jak pakt migracyjny, który prowadzi do tego, że miliony kobiet w Europie i dzieci czuje się zagrożonych na ulicach swoich własnych miast. Odpowiada Pani za każdy gwałt, za każdą napaść, za każdą tragedię spowodowaną napływem nielegalnych imigrantów, bo to Pani tych ludzi zaprasza tutaj na teren Europy. I za to, co Pani robi, powinna Pani trafić do więzienia, a nie do Komisji Europejskiej. Pani obecność na stanowisku szefowej Komisji Europejskiej to upadek, dalszy upadek Unii Europejskiej. I wie Pani, co myślimy o Pani Europejskim Zielonym Ładzie? O to. Wie Pani, co myślimy o pakcie migracyjnym? O to. Nawet Pani nie patrzy w moją stronę. Time is up. Wstyd. Chcemy Europy wolnych i suwerennych narodów, a nie chorej, lewackiej ideologii. A od Polski ręce precz i wszystkim żołnierzom, którzy w tym momencie bronią wschodniej granicy Unii Europejskiej, powinna się Pani kłaniać w pas. Dziękuję. Now. Respekt vor dieser Frau. Sie hätte eigentlich den Balls of Steel Award verdient, den eigentlich nur Männer kriegen. Aber falls ihr den Balls of Steel Award nicht kennt, sollte ich demnächst mal erklären. Wie kann man das so geil machen, Leute? Das wirklich Respekt. Eine nach der anderen. Links, rechts, nochmal von links. Und gib ihr richtig hinten Feuer hinein. Leider wird es nicht in der Tagesschau in einfacher Sprache erzählt. Die wüssten gar nicht, wie sie das in einfacher Sprache darstellen sollten. Ich feiere diese Frau. Ich feiere sie wirklich dafür. Leider haben wir verloren. Leider müssen wir uns warm anziehen. Am besten, ihr packt eure Koffer, verlasst die Europäische Union. Ansonsten gilt es hier nur noch zu sagen, verabschiedet euch vom System, soweit ihr das könnt. Wenn ihr es nicht könnt, ist scheiße. Brauchen wir nicht drum rumreden. Wenn ihr irgendwo was machen könnt, geht einfach, ja? Macht es einfach. Wenn ihr Bürgergeld kassieren könnt, macht es und geht Schwarzarbeit. Wenn ihr auswandern könnt, geht, ja? Wenn ihr irgendwie was sparen könnt, macht es. Wenn ihr irgendwas beantragen könnt beim Staat, nehmt ihnen ihr Geld weg. Das ist das Einzige, wie das System funktioniert. Wenn sie das System vorfinden und 10 Millionen Deutsche sagen einfach, nicht mehr, wir sind erwerbstätig, sondern
Wir sind jetzt freie Bürger im Bürgergeld. Was meint ihr, was dann los ist, wenn den Politikern das Geld ausgeht, das sie jeden Tag überall verteilen, nur nicht in diesem Land meistens? Leute, dann ist Armageddon. Aber jetzt Frau von der Leyen, selbstverständlich wird sie sich um Wohnungsmangel kümmern. Leute, ich kann die Frau gar nicht ernst nehmen, ja? Das Schlimme ist nur, es wird gefährlich. Es geht nämlich jetzt hier um das Aufbauen und Ausbauen einer europäischen Armee. Und bei einer Armee sind immer Menschenleben hinten dran, die am Ende geopfert werden für Politik. Und genau da wird es gefährlich. Wir können uns gerne die Köpfe einschlagen, aber bestimmt nicht wegen Politiker. Bestimmt nicht. Da gibt es mindestens ein Dutzend anderer Gründe, die mir einfallen würden, sich gegenseitig die Köpfe einzuschlagen, anstatt über Politik. Und schon gar nicht über Elitenpolitik. Denn das transatlantische Verhältnis, J.D. Vance hat es gesagt, die Deutschen, sie sind keine Partner der USA, sie sind Klienten, sie sind zu 100% abhängig und damit alles, aber nicht souverän. Ich bin gespannt auf deine Meinung, abonniere den Kanal oder deabonniere ihn, lösche mich und blockiere mich, wie manche es getan haben. Ich habe aber auch X und Telegram. Kannst du auch noch folgen, dann verpasst du gar nichts mehr von mir, auch keine unzensierten Szenen. Ansonsten sage ich ciao, bis bald.